Immer mehr schwarze Menschen und People of Color fordern, dass die weiße Mehrheit sie endlich als Teil der Gesellschaft anerkennt. Ausgelöst von der Black Lives Matter-Bewegung in den USA, gehen sie im Sommer 2020 auch in Deutschland auf die Straße und stoßen eine Diskussion über strukturellen Rassismus im eigenen Land an. Vorurteile über schwarze Menschen und People of Color werden kontinuierlich reproduziert und von Generation zu Generation weitergegeben. Für eine einzelne Person ist es fast unmöglich, sich von diesem jahrhundertealten Konstrukt zu befreien. Der Ursprung des Rassismus geht auf Kolumbus und die Kolonialisierung Afrikas und Südamerikas vor über 500 Jahren zurück. Die Versklavung von mindestens 35 Millionen AfrikanerInnen zur Ausbeutung der Rohstoffe in den eroberten Gebieten verfestigte bei Weißen das Gefühl, als sogenannte weiße Rasse moralisch und zivilisatorisch überlegen zu sein. Woher kam der Drang weißer Männer und Frauen auf dem europäischen Kontinent, Menschen nach äußerlichen Merkmalen zu kategorisieren? Das Zeitalter der Aufklärung war nicht nur das Zeitalter der Deklarierung universeller Menschenrechte, sondern auch das Zeitalter der Kolonialisierung Afrikas. Und man kann nicht auf der einen Seite der Welt sagen, wir sind alle frei, gleich Brüder und Schwestern und Menschen versklaven. Dafür braucht man ja einen Legitimationstrick, um das überhaupt in seinem Kopf klarzukriegen. Und die Erfindung menschlicher Rassen war dieser Trick, indem man gesagt hat, es gibt weiße Menschen, gelbe Menschen, rote Menschen und schwarze Menschen. Und weiße Menschen rangieren auf der Entwicklungsstufe über schwarze Menschen. Philosophen und Naturwissenschaftler unterstützten die These von der Überlegenheit weißer Menschen. Und das wirkt bis heute in unserem kollektiven Bewusstsein fort. Aus biologischer Sicht gibt es keine Menschenrasse. Wenn man von Schwarzen redet, von Weißen redet, von Latinos redet, ist ein sozialanthropologisches Konstrukt. Das Philetische Museum der Universität Jena. Ortstermin mit dem Archäogenetiker Johannes Krause. Ernst Haeckel, der deutsche Charles Darwin, leitete den Namen des Hauses von der Phylogenese, also der Stammesgeschichte, ab. Bei der Erfindung der Menschenrassen hat die Wissenschaft eine unrühmliche Rolle gespielt. Es ist Unsinn, wenn man das Verhalten eines Menschen mit dem Aussehen eines Menschen verknüpft. Wir sind ein sehr komplexes Potpourri. Und unser Verhalten wird durch viele Gene gesteuert. Ist sehr komplex und wird hauptsächlich beeinflusst durch Sozialisierung. Es gibt sicherlich Menschen, die quasi von Natur aus einen Gensatz mitbekommen, der ihnen bestimmte Eigenschaften vielleicht besser zuspielt als andere. Aber die sind nicht gehäuft in bestimmten Teilen der Welt. Es gibt intelligente und dumme Menschen überall auf der Welt. Menschen, egal welche Haut- oder Augenfarbe sie haben, sind in ihrem Erbgut zu mehr als 99,9% identisch. Und trotzdem hält sich hartnäckig bei vielen die Überzeugung, man könne seinem Gegenüber gute wie auch schlechte Eigenschaften an der Nasenspitze ansehen. Woher kommt diese Vorstellung? Der Archäogenetiker Johannes Krause trifft im Museum auf den Zoologen Martin Fischer. Er hat den Lehrstuhl des berühmtesten deutschen Zoologen inne, Ernst Haeckel. Ernst Haeckel war ein unverbesserlicher Rassist, der von der Überlegenheit der weißen Rasse überzeugt war und mit seinen Schriften eine Grundlage für die Rassentheorien der Nazis geschaffen hat. Ernst Haeckel hat die gesamte Menschheit unterschieden in Schlichthaarige und Kraushaarige. Ohne zu versäumen zu sagen, dass die Kraushaarigen natürlich auf einer tieferen Stufe der Menschheit stehen geblieben seien. In den Katakomben des Museums finden sich alte Exponate zwischen fossilen Knochen und ausgestopften Tieren. Zum Beispiel eine Schautafel, die Menschen nach Haartypen in Rassen einteilt. Ein Stück lebende Geschichte von einem sehr abgründigen Rassismus. Auch wissenschaftlich haltlos, sinnlos. Warum ordne ich das überhaupt? Ja.
Die Entwicklung des Menschen ist über 7 Millionen Jahre alt. Und auf dem langen Weg zum modernen Menschen, dem Homo sapiens, gab es immer wieder verschiedene Populationen der Gattung Homo. Zuletzt den Denisova-Menschen und den Neandertaler. Vor etwa 40.000 Jahren wanderten Menschen von Afrika nach Europa aus. Und bis vor rund 5.000 Jahren waren Menschen auf dem europäischen Kontinent schwarz. Und wir sind näher verwandt mit Ostafrikanern als Ostafrikaner mit Westafrikanern. Der einzige Unterschied hier ist, dass die heutigen Europäer, Asiaten, Australier in ihrem Genom auch ein bisschen DNA vom Neandertaler haben. Weil wir uns auf dem Weg aus Afrika mit Neandertalern fortgepflanzt haben, Kinder gezeugt haben. Den Beweis dafür haben die ArchäogenetikerInnen auch in sehr alten fossilen Knochen aus Deutschland gefunden. Diese Unterkiefer sind wahrscheinlich mehr als 7000 Jahre alt und stammen aus Deutschland, also aus Mitteldeutschland. Und dabei handelt es sich wahrscheinlich um Jäger und Sammler. Unter anderem wollen wir herausbekommen, wie der Phänotyp dieser Menschen war. Das heißt, wie sahen die aus? Was hatten die für eine Hautfarbe? Was hatten die für eine Augenfarbe? Der komplette Bausatz eines Menschen, sein Genom, besteht aus über 3,2 Milliarden Buchstaben, darunter die 4 Nukleinbasen A, T, G und C, die unsere DNA ausmachen. Mittlerweile sind Millionen vollständige Genome unterschiedlichster Menschen entschlüsselt worden. 99,9% aller Mitteleuropäer haben hier an der Stelle einen T. Wenn ich das T nicht habe, ist es sehr wahrscheinlich, dass ich keine helle Hautfarbe habe, sondern dunkle Hautfarbe. Tatsächlich hat diese 7000 Jahre alte Frau diese Mutation noch nicht, sondern sie scheint immer noch die Farbe zu haben, die dunkle Hautfarbe, die ja für uns Menschen der ursprüngliche Typ war. Und bis vor 7000 oder 8000 Jahren waren wir hier in Mitteleuropa noch dunkelhäutig. Das heißt, wir können sie nicht unterscheiden in der Hautfarbe von Menschen südlich der Sahara. Dunkle Haut schützt vor starker Sonneneinstrahlung, bildet jedoch bei geringer Sonneneinstrahlung in nördlichen Breitengraden nicht genug lebenswichtiges Vitamin D, das in Fisch und Fleisch ausreichend vorhanden ist. Die Haut wurde heller, nachdem der Mensch sesshaft wurde und Ackerbau betrieb. Helle Haut ist also eine ernährungsbedingte Umweltanpassung, die dabei hilft, Vitamin D in der Haut besser zu synthetisieren.